Natürlich könnte ich aufmachen und hinausgehen, aber es ist herrlich. Und da unten, das sind deine zwei Apfelbäume sozusagen? Ja, nur hintereinander. Aha. Überall ist ein Vogelhaus. Natürlich suchen jetzt, wenn es warm wird. Ganze Woche wird es warm, kommt auch der Föhn, also die Warmluft. Ja. Es gibt einen Nordföhn. Durch den Piloten habe ich auch viel gelernt. Aha. Er hat zwar die sprechen fast nicht. Zu mir kommen viele Piloten her, haben mit meinem Sohn nichts zu tun. Aha. Und jetzt hat er sich sowieso auszahlen lassen und hat Pferde. Also aber da. Aha. Die Kinder wohnen vielleicht sogar da oben. Er hatte zwei. Der ältere Sohn, der ist 13, 14 Jahre alt, von der ersten Ehe. Aha. Die hatte geklopft, hätte bald einen Flugschein. Die hatten, haben eine Wohnung gehabt in Wien. Er hat viel und das 800.000 Schilling. Ich wusste nicht mehr, wo das Geld hernehmen soll. Mhm. Als Junge hat er mir schon alles gestohlen, immer wieder. Mhm. Ich hatte die Handtasche von meiner Frau, ich habe alles da hinein und er hat rausgeholt. Mhm. Und wir dachten, in der Sekte hat man das gelernt, nichts stehlen, nichts. Wir hatten auch einen Nachbarfreund, mhm. die ganze Familie hat nur gestohlen. Mhm. Und die waren alle bei uns, weil bei uns, wir haben gesungen, gelacht, gespielt, im Garten war es voll mit Kindern. Mhm. Und meistens einzelne Kinder und die sind schon verwöhnt. Und auf einmal kommen alle Indianer, Pfeil und Bogen mit Tomahawk und so. Nein, sage ich, das machen wir nicht. Aber es gab noch die Plastiksäcke. Ja. Die füllen mit Wasser ein, Versteck spielen, hat ein hervorgekommen. Batsch! Wir haben nur gebrüllt und gelacht. So, daneben war ein Tiroler, ja. Der alte Koch. Wir waren so lustig. Und da mit Küchenmesser und hat immer geschrien, sagt der Herr Kenzer, wir haben unsere Kinder erzogen, Mittagspause, wenn die Leute schlafen, dürfen sie nicht laut sein. Und er hat aber mittags seinen Rasenmäher angestartet. Ach. Und wie er hergebaut hat, also die Grundfläche ist viel zu klein für ein Hotel. Da haben sie nur Probleme. Ja. So hat, also da gab es doch auch früher ein anderes Hotel, auch alles zu klein. Und dann haben sie alle gesoffen. Ja. Und die Kinder da unten, wo diese Ecke ist, wo wir zum Nachbargasthaus gehen, war eine Bank, eine Laterne. Und so ein Dreieck. Und da sind die Jugendlichen hin. Und er ist schon kommend, der Alte mit dem Messer, und ich zeige euch an. Und die Burschen mit Moped, Gas und Musik gemacht, die haben ihn fertig gemacht. Klar, auf alle Fälle. Und dann sage ich, Herr Gänser, ich habe immer geholfen. Wenn in Schwierigkeiten war, der Sohn oder so, immer rüber geholfen. Ja. Auf der anderen Seite so böse. Ich habe immer mit Gutheit, sage ich, wenn Sie nicht aufhören mit diesen Drohungen, dann werden wir singen. Singen ist nicht verboten. Wir können nicht schön, wir singen fürchterlich. Und dann war er oben, schon langsam. Aber er hat sich selber immer Prozess mit Nachbarn. Ah. Und jetzt haben sie Ungarn gekauft und jetzt ist Ruhe. Die Ungarn kochen nicht mehr, die arbeiten nur, wo es leicht geht. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Und jetzt gehört das alles der Bank. Ja. Aber die arbeiten gerade so viel. Die Bank nimmt auch keine neuen Pächte, die kriegt keine mehr. Klar. Also müssen das ganze Haus auf Wohnungen. Hier werden sehr viel, aber einheimische kaufen sie sowieso nicht mehr. So, bloß hey. Übrigens, da gehen Drähte drüber. Und bei uns ist fast alles verkabelt. Also Stromdrähte. Und ich sage zu denen, Ewert, lass die Drähte hier, zu mir kommen die Schwalben auf Besuch. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Wenn die Schwalben kommen, gehe ich hinaus und sage, oh, danke schön, dass ihr mich besucht. Und wenn sie Rast machen, sind sie so mit Abstand, weil dann tun sie sich putzen. Und, ja. Nicht? Und zwischendurch fliegen wieder alle. Jetzt haben die schwarzen Vögel, die Dohlen, die Bergdohlen, machen das. Oh, gestern waren sie da oben. Oder sind. Das werden aber mehr, ne? Ja. Und die hast du in Kernkraftwerken ganz viele. Ja, die Leute tun sie füttern. Und dann werden immer mehr. Genau. Und jetzt, wir füttern auch die Vögel, aber die Vöglein, die Sonnenblumen können Kunstdünger gedüngt sein. Und viele haben natürlich. Fütternüsse. Aber wenn die alten Sonnenblumen, Kunstdünger, dann sterben die Vögel, kriegen sie ihre Jungen nicht hoch.
Also ich beobachte alle, ich habe ja Zeit. Mhm. Und ich habe diesen Nachbargrund alles da gekauft. Mein Sohn so viel musste in Notverkauf. Mhm. Und jetzt hat ihn der Nachbar gekauft. Und diese Hütte, da habe ich Skilifte. Mir war nicht so blöd, die haben alles selber geschweißt. Solche Scheiben. Nur wenn man es kann, ne? Ja, aber ich hatte immer Glück. Meine Scheiben sind genauer gelaufen als die Original-Schweizer, weil die sind so unwuch. Ja. Und dann, das wusste ich auch nicht, diese Umlenkscheiben, jetzt haben das Achtersesselbahnen oder Gondelbahnen, da sind solche Lager. Du brauchst so eine Welle, die Seile so dick. Mhm. In Afrika haben sie ja nur 8000 Meter Gold unten. Mhm. Und das geht nur bis 2000 Meter, das Seil so dick. Ja. Die haben ja eine Gondel, die gehen, die ganze Mannschaft, also die arbeiten in drei Schichten, steigt in eine Gondel hinein und 2000 Meter hinunter, Querstohlen, weil das Seil und alles wird so schwer, würde selbst abreißen. Genau. Dann Querstohlen, dann wieder 2000 und wieder und wieder. Mhm. Und die war einer hier, der hat auch zu allen zu brauchen, wie ich könnte auch überall, hätte sogar hier bei uns. Da ist der Chef gekommen, ja, ich kann hinein. Ich bin aber ein Tagmensch. Mhm. Ich wusste aber nicht, dass die in Stollen ist man nur ab und zu Leitung verlegen. Dann ist man in der Werkstatt. Und die haben alle Frühpensionen und hochbezahlte Bergleute. Leider, da haben wir was versäumt und die gehen mit 52 in Pension. Auch die Eisenbahn, darum machen die jetzt überall pleite, weil das geht nicht. Na gut, dann möchte ich die Leute aber einmal sehen, wie sie mit 52 aussehen, ne? Ja. Wenn sie so einen Job dann haben. Ja, können sie in die Pension und dann unser Privathaus bauen. Genau. So. Übrigens, das sind diese roten Äpfel, da kannst du dir sehr viele mitnehmen. Dann nehme ich mir dann welche mit. Da kannst du ein paar Bissen, die sind kunstfingerfrei, also kein, auch nicht gespritzt. Ja, und übrigens, das habe ich auch hier absichtlich hängen. Mhm. Da meinen Spruch, aber das kriegst du mit. Ewig schöpferische Intelligenz. Ja. Da habe ich Respekt. Ja. Die tägliche Atemzug gratis. Und Jungfrauenwasser ist der Tautropfen. Jungfrauenwasser. Und bei jeder, auch wenn es Schlechtwetter ist, ist diese Geburt immer da. Du kannst alleine in der Wüste sein und hast ganz ein dünnes Plastik mit. Mhm. Du magst eine Grube machen und das Plastik so hinspannen mit und dann tropft es in einen Becher hinein. Genau. Und genauso viel Wasser, was du brauchst, wirst du es nicht verdursten. Genau. Und das wäre ein Großauftrag. Wir brauchen keine Arbeitslosen. Mach die Wüste wieder grün. Wie geht das? Ha, die Pflanzen, die dort wachsen, die musst du nehmen und hochkommen lassen. Ich war mit Gaddafi, mir interessiert alles, ob die Feinde sind oder nicht, ist mir egal. Ich hätte mich gemeldet, ich helfe. Mhm. Der hat 1000 Kilometer unterirdisch so große Wasserleitung gebaut, unterirdischen See angezapft. Mhm. Und der Sohn ging in Wien ins Gymnasium, also in die Hochschulen, und hatte seine Spielkatzen mit, die Leoparden oder so, die Weißen. Und der kann Deutsch. Er hat ja mehrere Söhne, Gaddafi. Mhm. Ich schätze ihn sehr. Mhm. Er ist nämlich immer in der Wüste bei seinem Vater, ob der noch lebt, weiß ich, und hat eine Frauenarmee als Bewacher und haben jetzt so viel Erdöl. Ja. Da wird gar nicht gesprochen. Die haben sie ein Stahlwerk bauen lassen und jetzt verkaufen sie schon Panzer, also Waffen. Da waren die Amerikaner die böse. Aber Zeit. Ich sag dir. Guck mal. Fritz, wir machen jetzt mal hinüber, weil wir haben nämlich noch eine Viertelstunde Zeit, dass sie mich.